Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute gibt es mal wieder ein Aufgebraucht. Ich habe hier alle Produkte, die ich komplett leer gemacht habe. Ich werde euch sagen, wie ich sie fand, was würde ich euch weiterempfehlen, was würde ich euch eher nicht weiterempfehlen und so weiter. Ihr kennt das Spiel, also let's go. Wir starten mit einem Trockenshampoo und zwar von Algemarina, dieses blaue. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht schon kennt. Bestimmt einige von euch. Das gibt es in der Drogerie. Ich habe das aufgebraucht sehr gerne. Also ich habe das ständig benutzt. Ich mag auch sehr gerne das Trockenshampoo von Batiste. Aber das gefällt mir auch sehr, sehr gut für mein blondes Haar. Ist jetzt sehr viel rausgewachsen, aber trotzdem hat es keinen weißen Schleier gemacht. Und mir hat es wirklich sehr, sehr gut gefallen. Nicht nur, wenn meine Haare fettig wurden, sondern auch, wenn ich etwas mehr Volumen gebraucht habe, dann war das wirklich toll. Und auch der Duft war sehr, sehr angenehm, so eben wie frisch gewaschen irgendwie. Bleiben wir gerade bei den Haaren, da habe ich aufgebraucht eine Spülung von L'Vital und zwar Dream Length. Das ist eine neue Spülung, dazu gibt es auch ein Shampoo, habe ich auch gerade beides immer noch unter der Dusche stehen. Das ist für langes, geschädigtes Haar. Entwirrt sofort, reduziert Haarbruch und Spliss. Ich habe diese Spülung sehr, sehr, sehr gern gemocht. Ich benutze eine Spülung eigentlich immer, wenn ich die Haare wasche. Wirklich im allerseltensten Fall benutze ich keine Spülung, wenn ich mir zum Beispiel Locken machen möchte und die lange und gut halten sollen, damit es einfach die Haare nicht zu schwer sind. Aber eine Spülung sonst benutze ich immer, weil das verschließt schön das Haar und macht es damit auch sehr seidig und schön und die Haare sehen gesünder aus und lassen sich auch besser kämmen. Und diese Spülung fand ich sehr gut. Das sieht man jetzt vielleicht nicht, aber es ist so heiß, Leute. Es ist echt eine Überwindung, sich hinzusetzen und sich noch von diesen Lichtern hier bestrahlen zu lassen. Und die Hitze ist einfach so krass. Ich muss auch sagen, in Mallorca war das nicht mehr so heiß wie hier gerade. Ich weiß auch nicht, was passiert ist mit der Welt. Was ich auch aufgebraucht habe, beziehungsweise kriegt da nicht mehr so richtig was rausgesprüht, ist von Pixi by Petra ein Glow Mist. Ich habe das geliebt. Ich habe das auch mehrmals in meinen Favoritenvideos gezeigt oder in einem Haul. Also dieses Produkt kennt ihr von meinen Videos auf jeden Fall. Ich habe es so gern gehabt. Das war ein Zwei-Phasen-Spray. Das habe ich aufgetragen, bevor ich meine Foundation aufgetragen habe, habe ich es schön drauf gesprüht, um das Gesicht schon ein bisschen vorzubereiten mit Feuchtigkeit. Hier ist auch ein Öl drin gewesen. Und das habe ich auch sehr gerne als Fixierspray, also beziehungsweise am Ende meines Make-up-Looks aufgesprüht, um eben das Ganze so ein bisschen glowy zu machen. Steht auch Glow Mist und das war wirklich sehr schön. Ich habe es total geliebt, einfach dieses Gefühl auf der Haut, wenn es so eingezogen ist und so generell die Konsistenz, der Geruch und einfach dieses Gefühl. Das war auch dieses Setting Spray oder diese Glow Mist, der dazu beigetragen hat, dass ich wirklich eine richtige Liebe dafür entwickelt habe, für Setting Sprays, für Fixiersprays und generell für Sprays fürs Gesicht. Und es macht auch einen riesen Unterschied. Jetzt wird es wieder super hell. Sorry, wenn das Licht sich die ganze Zeit abwechselt. Ich probiere das immer anzupassen, aber es ist gerade etwas bewölkt. Und ich habe das wirklich liebend gern benutzt. Es war eins meiner allerliebsten Setting Sprays. Ich werde es mir erstmal nicht nachkaufen, weil ich habe wirklich so viel aufgestockt. Also ich habe wirklich sehr viele neue Setting Sprays, die ich auch mehr benutzen möchte und auch teilweise aufbrauchen möchte. Deswegen hat es nicht wirklich einen Sinn, nochmal dieses zu kaufen. Aber das war wirklich, kann man das mal sehen? Aber das war wirklich mega, mega gut. Was auch wirklich super gut war, ist von The Body Shop diese Chamomile Cleansing Butter. Das war wirklich, das ist ein sehr schönes Produkt. Ich habe das euch auch schon häufiger gezeigt. Ich schminke mich damit einfach liebend gerne ab. Bin schon wieder traurig, dass das alle ist. Es geht relativ schnell leer bei mir. Ich glaube, ich nehme auch zu viel Produkt. Das kann natürlich sein. Aber es nimmt so schön das Make-up ab. Und ich nehme das auch sehr gerne auf Reisen mit, weil es ist keine Flüssigkeit. Und deswegen habe ich dann keine Probleme mit der Größe oder wie auch immer, kann ich super schön in meine Kosmetiktasche reinwerfen. Das entfernt das Make-up wirklich sehr, sehr gut und vor allem sehr sanft. Deswegen kann ich euch das wirklich nur weiterempfehlen. Und dann als nächstes habe ich was von Douglas, von der Hausmarke Home Spa. Und zwar war das so ein Duschschaum. Das riecht wirklich so angenehm und ich liebe Duschschäume. Ich finde das so schön auf der Haut. Das ist einfach so ein tatsächlich ein Spa-Gefühl, genauso wie es hier steht. Es ist einfach nur schön, macht Spaß, man hat wirklich so ein Wellness-Gefühl unter der Dusche oder eben im Bad und deswegen habe ich das super, super gerne benutzt. Und dann als nächstes habe ich noch aufgebraucht von Darf einmal seidiges Körperöl.
Und ich muss sagen, das habe ich so lange schon gehabt. Ich habe letztens beim Aufräumen, beim Aussortieren festgestellt, dass da nicht mehr viel drin war. Und dann habe ich das endlich mal aufgebraucht. Und das hat mir so gut gefallen auch. Ich weiß, ich schwärme hier die ganze Zeit. Aber es sind viele Sachen, die ich mir immer wieder nachkaufe. Und irgendwie ist es so ein richtiges, ein gutes Zeichen, dass mir das wirklich auch jedes Mal gefällt, weil es wirklich tolle Sachen sind. Das finde ich ist relativ teuer. Dafür, dass hier nur 150 Milliliter drin sind. Aber es war schön reichhaltig. Es sieht so hübsch aus auf der Haut, vor allem im Urlaub. Es hat so leichte... Ich entschuldige mich wirklich für das Licht. Ich renne die ganze Zeit hin und her und probiere das auszugleichen. Ich liebe die Sonne, ich liebe das Wetter, lieber zu heiß als zu kalt. Aber es macht mir das Leben gerade ein bisschen schwer. Deswegen sorry, falls das Licht die ganze Zeit sich verändert. Und man kann das wirklich sehr, sehr schön in den Urlaub mitnehmen, weil das hat so leichte Schimmerpartikel hier drin. Wirklich sehr, sehr fein. Und das sieht super schön aus, wenn ihr auf eure gebräunten Beine oder Arme oder hier Dekolleté das auftragt. Dann ist es nicht nur gepflegt, sondern auch wirklich schimmert eben super hübsch. Wirklich. Sehr, sehr schön. Was ich noch aufgebraucht habe, ist von Garnier Wahre Schätze eine Spülung ebenfalls mit sanfte Hafermilch. Das fand ich auch schön. Also ich muss sagen, meine Haare sind relativ unkompliziert. Ich vertrage viele Produkte, ich pflege meine Haare sehr, sehr, sehr. Ich lasse es gar nicht erst zu, dass sie besonders trocken, kaputt oder irgendwas sind. Ich probiere das immer so zu halten, dass sie gesund aussehen und auch gesund sind. Also das war wirklich sehr, sehr schön. Ich fand ein bisschen schade, dass hier relativ wenig drin ist, wie man das von der Verpackung erkennen kann. Es war also wirklich sehr, sehr schnell alle irgendwie. Wobei ich aber auch sehr dicke Haare habe, auch wenn sie jetzt kurz sind, die sind trotzdem dick und viele Haare, deswegen brauche ich auch relativ viel Produkt, aber ja, es war schön und falls ihr darauf achtet, ist es ohne Parabene. Was ich noch aufgebraucht habe, ist ein Enzympeeling von Reviderm. Das hatte ich mal zugeschickt bekommen, wirklich schon so lange, da habe ich noch in Lörrach gewohnt und das ist wirklich ein sehr hochwertiges Produkt. Auch in einem Glasfläschchen, das war eine Flüssigkeit, habe ich mir auf ein Wattepad aufgetragen und nachdem mein Gesicht komplett gereinigt war, also von Make-up, vom Alltags Luft und draußen sein, wie auch immer. Ich reinige mein Gesicht auch, wenn ich mich nicht geschminkt habe über den Tag, weil wirklich, wenn man mal draußen ist oder so, von der ganzen Feuchtigkeit hier in der Stadt leben, den ganzen Autos, Abgasen und so weiter, man muss trotzdem das Gesicht immer sauber machen am Abend, auch wenn man kein Make-up drauf hatte. Und also es ist ein Enzympeeling, wie gesagt, und es ist auch sehr wichtig, dass ihr eure Haut peelt und zwar regelmäßig, damit sie die Pflegeprodukte auch gut aufnehmen kann danach. Deswegen achtet immer darauf eben, dass ihr auch Peelings benutzt, aber auch nicht zu oft. Da muss man wirklich individuell schauen, wie das zu eurer Haut passt, was für eine Haut ihr habt. Wenn ihr eine sehr empfindliche Haut habt, dann würde ich nicht zu oft peelen, aber generell ist ein Peeling sehr, sehr wichtig. Was auch so ein bisschen in diese Richtung geht, ist einmal von Paula's Choice Resist C15 Super Booster Vitamin C. Ein wirklich sehr hochdosiertes Produkt. Mich juckt es auch überall. Oh Gott, ich halte es kaum aus. Wirklich gerade so heiß. Diesen Booster hier habe ich sehr, sehr gerne verwendet vor meiner Tagespflege oder auch vor meiner Nachtpflege. Und hier muss man wirklich sehr doll aufpassen, wenn man das am Morgen benutzt, dass man danach auch ein Produkt aufträgt, das einen Sonnenschutzfaktor hat, weil das eben die Haut so ein bisschen angreift. Weil ich sagte ja, das ist so ein bisschen Richtung Enzympeeling. Es ist zwar kein Peeling-Produkt, aber eben Vitamin C ist schon, das strafft schon die Haut und minimiert die Poren und das Gesicht fühlt sich danach schon frischer an und vielleicht auch etwas sensibler. Deswegen darf man damit auch nicht übertreiben. Aber es verbessert wirklich euer Hautbild. Ich habe das auch getestet, lang genug. Und ich musste auch irgendwann aufhören, weil ich gemerkt habe, meine Haut wird ein bisschen zu sensibel oder das greift sie zu sehr an. Deswegen habe ich irgendwann langsamer gemacht. Und dann habe ich jetzt, mache ich wieder eine Pause davon, benutze es gerade nicht. Aber es hat mein Hautbild total verbessert, wirklich. Und auch noch zum Thema Pflege. Ich habe hier super viel Pflege, stelle ich gerade fest, aber ich achte auch sehr darauf. Und Pflege ist auch wirklich etwas, worauf ich nie verzichte. Ich schminke mich jeden Abend ab, das wisst ihr ja. Und da wird die Haut immer gepflegt. Jeden Morgen, wenn ich aufstehe, gehe ich ins Bad und pflege meine Haut. Das ist mir wirklich sehr, sehr heilig. Und vor allem auch mit Sonnenschutz bin ich gerade sehr, sehr, da bin ich wirklich sehr hinterher, weil unsere Haut, das Einzige, was unsere Haut wirklich am allermeisten schadet, ist die Sonne. Deswegen benutzt immer einen Sonnenschutz. Und pflegt sie natürlich auch ausreichend und gibt ihr genug Feuchtigkeit und eben so wenig Sonne wie möglich. Und wenn Sonne, dann mit schön viel Sonnenschutz darauf. Und als nächstes kommen wir zu einem Serum und zwar von Bare Minerals. Und zwar Vital Power Infusion. Und das ist ein Serum, das ich vor meiner Tagespflege verwendet habe.
Ich finde, dadurch hat meine Tagespflege viel besser eingesogen. Es ist auch so, wenn das Gesicht vorher so ein bisschen angefeuchtet ist, wie vorbereitet, dann zieht die Pflege viel besser ein. Und das war es in dem Fall wirklich. Es war ein schöner Begleiter für meine Tagespflege. Ich habe das super gern benutzt. Ich habe das benutzt zusammen mit der Augenpflege, aber die ist noch nicht leer. Die habe ich da noch stehen. Das hatte ich mal von QVC zugeschickt bekommen. Habt ihr wahrscheinlich auf Instagram mitbekommen, falls ihr mir dort folgt. Falls nicht, das ist mein Instagram-Account. Ihr seid herzlich dort willkommen. Ich war auch erst kürzlich im Urlaub. Da gibt es auch einige Urlaubsbilder. Würde mich sehr freuen, wenn ihr vorbeischaut. Das habe ich schon zum zweiten Mal aufgebraucht und hat mir sehr gut gefallen. Ja, ich muss tatsächlich gestehen, hier sind nur Sachen, die mir gut gefallen haben dieses Mal. Oh Gott, mein Hals juckt so sehr, Leute. Es tut mir leid, wenn es gleich rot ist. Oh. Es ist einfach so heiß. Kennt ihr das? Wenn es heiß ist, dann juckt alles und dann ist man so voll gereizt und nervös und so gerade, so eine Phase habe ich gerade. Was ein absolutes Highlight ist, ist auf jeden Fall einmal Hyaluronic Acid, 2%ig und zwar von The Ordinary. Das habe ich auf jeden Fall jeden Abend und jeden Morgen benutzt. Ich habe irgendwie die Produkte teilweise parallel aufgebraucht, teilweise sammle ich die auch schon länger. Das habe ich seit dem ersten Mal, wo ich das benutzt habe, habe ich das dann nur noch jeden Abend und jeden Morgen gemacht. Das hilft auf jeden Fall auch eurer Pflege, also eurer Tagespflege und eurer Nachtcreme besser einzuziehen. Hyaluronic Acid ist Hyaluronsäure. Das ist etwas, das unser Körper zwar von alleine produziert, aber mit dem Alter immer weniger. Deswegen sollte man da etwas nachhelfen. Es ist zwar nur oberflächlich und natürlich bringt es nicht so viel, wie wenn es in der Haut wäre. Aber dennoch fand ich das sehr, sehr schön. Es war, ja, muss ich mir auf jeden Fall nochmal bestellen. So viel steht fest. Dann habe ich auch gebraucht ein Matte Finish Spray von NYX. Das ist ein Setting Spray. Das sollte die Haut eben mattieren. Ich habe das irgendwie nicht so richtig viel oft benutzt. Ich fand es nicht schlecht, aber das ist von den allen Produkten, die ich bisher gezeigt habe und noch zeigen werde, das mit das Schwächste, ich finde, ehrlich gesagt, es gibt schon bessere. Aber das ist auch schon relativ alt. Ich glaube, das war auch eines der ersten, die ich mir mal gekauft hatte. Und das musste jetzt einfach gehen. Es war soweit. Das habe ich noch nicht mal in Deutschland gekauft. Hier steht Dollar drauf. Ui, okay, das ist wahrscheinlich sowieso schon viel zu alt. Und aufgebraucht habe ich mal wieder meine allerliebste Augencreme aller Zeiten. Ich glaube, das ist schon die dritte Tube, die ich aufgebraucht habe. Und jedes Mal, wenn ich gefragt werde, ob ich eine Augenpflege empfehlen kann, dann ist es immer diese. Und zwar ist die von Paula's Choice, Resist Anti-Aging Eye Cream. Und zwar ist hier drin Shea Butter und Peptide. Und das ist einfach eine perfekte Zusammensetzung. Das ist wirklich meine allerliebste Augencreme aller Zeiten, die ich je benutzt habe, weil das eine ist, bei der ich auch einen Unterschied merke. Also ich merke wirklich, dass meine Fältchen weniger werden, weil meine Augenpartie wirklich genug Feuchtigkeit bekommt. Qualität hat seinen Preis, würde ich mal sagen, in dem Fall auf jeden Fall. Aber sie ist richtig schön dickflüssig und so reichhaltig, dass ich einfach ohne die nicht kann, muss ich sagen. Und das letzte noch, was ich aufgebraucht habe, ist von Luvia eine Seife und zwar für die Pinsel. Hier ist nichts mehr drin. Ich fand sie sehr, sehr, sehr gut. Ich habe schon, ich glaube, das war die zweite Seife, die ich aufgebraucht habe von Luvia. Ich finde es einfach mega. Das entfernt das komplette Make-up von den ganzen Pinseln. Es geht auch sehr schnell, es riecht angenehm und ist richtig sauber. Das gefällt mir super gut. Wenn die ganze Seife hier drin ist, dann kreise ich die Pinsel einfach hier drin und wasche dann mit Wasser ab. Und nochmal zweite Runde und wieder mit Wasser abwaschen. Also super easy. Funktioniert sehr, sehr gut. Und kann ich euch nur weiterempfehlen, bekommt man super easy auf Amazon. Und wo ich gerade die Pinsel anspreche, falls ihr Interesse habt an einem Pinselvideo, also was sind meine absoluten Lieblingspinsel und auch welche Pinsel für welche Anwendung sich eignen oder vorteilhaft sind, falls ihr Interesse habt an so einem Video, schreibt mir unbedingt einen Kommentar, dann weiß ich das, weil ich habe mir schon überlegt, ob ich so ein Video filme, aber wenn es nicht so viele interessiert, weiß nicht, ob es sich lohnt. Deswegen sagt mir unbedingt Bescheid, ob ihr an so einem Video interessiert seid. Und das war es jetzt mit meinem Aufgebraucht. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Sorry nochmal wegen dem Licht hin und her und ich hoffe, dass auch bei euch sehr schönes Wetter ist. Ich hoffe, dass ihr auch dazu kommt, das Wetter zu genießen. Wir sehen uns am Donnerstag wieder, hoffentlich mit einem Frisurenvideo. Ich gebe mein Bestes. Ich danke euch sehr fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe! Tschüss!